I don't care. If I wanted to be ignored, I'd talk to my ex-wife. If you're not a bartender, then go away. Irgendwas hier? Streichhölzer, Herkunft Jimmy's Bar, Holz und Phosphor. Haare, Hundehaare, Bernardina. Okay, dann anscheinend ein Haar, ein Hund. Red Eyes Sondereinheit, abteilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes Dealer Rings 2028. A good cop, real police, asshole. Nice girl. Owe me $50. Okay. Ah, da, die Kappe noch. Ja, einige sind schon sehr rassistisch. Detroit Baseball, nee, Basketballkappe. Da noch. Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealer Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes Epidemie eine Stadt in massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von 500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg in dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildlich investigative Polizeiarbeit. So, Detective Anderson zum Leutnant, Lieutenant, Lieutenant klingt besser als Leutnant, befördert. Jüngster Lieutenant der Polizeieinheit Detroit. Lieutenant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPDs der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners. So, neue Rekordmenge Red Eyes in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Eyes im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson in der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffes gefunden. Okay. Hier haben wir soweit, glaube ich, auch alles gesehen. Jo, er war ein hervorragender Polizist. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Okay. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Positiv. Ich freue mich sehr, im Team zu sein.
Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Ich habe nichts anderes erwartet. Einen schönen Tag, Captain. Wo kann ich denn den Abweichler hinterfragen? Oder sehe ich nach Hank? Ich glaube, wir sehen lieber erst nach Hank. Diese positive Grundstimmung am Arbeitsplatz ist wirklich beneidenswert. Ja. Ha. Huh. Irgendwas fehlt mir da theoretisch, um da vielleicht die beste Antwort rauszuholen. Dann gehe ich erstmal zum Abweichler. Hier wären zumindest die Klos. Oder ein Observation Room. Na, guck mal, da ist er. Irgendwas machen? Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob das der das ist. Aber ich kann doch nur gucken. Kann ich in die andere Tür einfach rein? Nein. Kann ich aufs Klo? Ja. Cool. Erstmal die Krawatte richten. Kann ich auf irgendeins der Klos? Nein. Na, so. Ich gehe nochmal kurz rein. Oder auch nicht. Kann ich auch nicht mehr. Okay, never mind then. Hier irgendwo hin? Was glotzt du so? Ey, fick dich! Verdammt, André. Ah! Da ist er. Der sieht Markus aber auch schon ziemlich ähnlich. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich glaube, er will nicht. Elva, danke für 38 Monate Treue. Super geil von dir. Öffne die Zelle, schnell! Beeilung! Could you please not? Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Ja, anscheinend hat er keinen Bock, das sauber zu machen. Okay. Moment, können wir mal angucken?
Okay. Das Blut ist zumindest nicht pink. Ja. Die Sache ist, haben wir jetzt irgendwas Neues dadurch erfahren? Oh, der Donuts. Krieg ich einen Donut? Pragmatisch. Hören Sie, ich weiß, Sie mögen mich nicht, aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Okay. Ich glaube, der mag mich so ein bisschen nicht. Aber nur so ein bisschen. Hund. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Yikes. Irgendwas kam da dazwischen. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Kann ich sagen, ich bin quasi Heavy Metal? Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Danke. Ich fange mal an zu arbeiten. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. So, schauen wir mal. Die Fallakte. AL Sirius wird vermisst. Opfer Gordon Lopez. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. AV Sirius. Fallbezug. Angriff? Ah, okay. Von Charles Bell. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234-772-821 angegriffen worden, als Kellner in der Restaurantkette Fast Coney Dogs in Downtown gearbeitet hat. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Was habe ich dir verpasst? Einen Toten hast du verpasst. Ja, gut. AP Sirius. Auch wieder ein Angriff. Die Klägerin behauptet, von einem Androiden, einem AP-700, angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. VR Sirius ist verschwunden. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet von unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Versuchter Mord.
Okay, und vernichtet. Moment. Von Leo Manfred. Huh. Der berühmte Maler Karl Manfred wurde nach seiner Auseinandersetzung zwischen seinem Android und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von dem Polizeibeamten zerstört. Wenn Markus jetzt ein Prototyp war, vielleicht konnte er sich deswegen so selbstständig machen, weil er noch relativ neu war. 5.11.38 war das, was sind denn die anderen? 4.10., 22.10., 14.09. und 4.10. Aber alles halt so in den letzten Monaten. Ach, guck mal. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android, eine AX400, wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Yikes. Aber interessant, dass wir hier unsere anderen beiden auch haben. Hier, vermisst, verdächtigt, verdächtigt, vermisst, vernichtet, verdächtigt. Android involviert überall. Moment. Aber da steht auch Fallstatus gelöst dran, im Gegensatz zu allen anderen. Huh. Okay. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Mhm. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Professionell. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Ja, mit Hank ist immer noch... Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit ihm umgehen soll. Ich glaube, nicht allzu professionell, sondern eher freundschaftlich. Weil ich habe jetzt in diesem Kapitel versucht, recht professionell aufzukommen. Aber ich glaube, mit Hank muss man echt wirklich eher kumpelhaft werden. Guck mal, da wäre noch was anderes gewesen, wäre ich nicht direkt zu Amanda gegangen. Beziehungsweise hätte ich vorher irgendwas gemacht. Was haben wir da noch? Mhm. Ach guck mal, berühmter Maler stirbt lesen. Aha, okay. Hier haben wir soweit auch alles. Wobei, theoretisch hätte Hank auch keine Spur kriegen können. Je nachdem, wie es ausgegangen wäre. So, am nächsten Morgen. Beziehungsweise am gleichen Morgen, nur auf der anderen Seite jetzt. Okay. Haarrahmen schneiden und neue Kleidung suchen. I'll be back.
So, die Sache ist, erkunde die Gegend. Ja gut, ändere dein Aussehen. Da kann ich was machen, da kann ich was machen. Da und da hinten. Dann schauen wir uns einfach mal alles an. Brauche Werkzeug. Na gut. Dann halt erstmal noch nicht. Death to the Androids. Das ist nicht nett. Oh. Hi. Ich gehe dann mal wieder, ne? Lass dich nicht stören. Ah, jetzt kann ich das Auto aufbrechen. Probieren wir das nochmal. Bitte keine Leiche, bitte keine Leiche, bitte keine Leiche. Kleidung. Nice. Dass Alistair noch durchpennen kann einfach. So. Was war das? Achso. Was hast du mit dem Death? Ich muss doch nichts klauen. Ja. So, irgendwo hier vorne war noch was. Ah, cool. Ich kann wieder was lesen. Erstmal im Regen lesen. Ich dachte gerade vor einem Moment, das ist Chewbacca aus Star Wars. Der erste Androiden-Zoo wird geöffnet. Und die US-Lebenserwartung ist bei 91 Jahren. Okay. So, CyberLife öffnet in Los Angeles den ersten Androiden-Zoo, in dem sämtliche exotische Arten präsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tigerarten gehören zu den größten Attraktionen. Danielle Carnegie sagte, der Zoo wende sich an die Menschen jeden Alters und habe die besondere Aufgabe, die jüngere Generation über die Bedeutung des Schutzes unserer fragilen Umwelt zu bilden und zu inspirieren. Zwar beklagen Umweltschützer, der Zoo mindere das Bewusstsein für das Aussterben der echten Tiere, doch fällt es schwer, die Technologie zu verdammen, die in der Lage ist, ausgestorbene Spezies wieder zum Leben zu erwecken. Tiere selbst müssen noch präsentiert werden, doch CyberLife verspricht, dass sie die Realität noch übertreffen werden. Zweifellos ein idealer Wochentrip für die ganze Familie. Falsche Richtung. Nein, wollt rüber. Kanada. Kanada noch androidenfreie Zone. Saubere Luft und ein herzliches Willkommen. Okay. Wir müssen sich die Kanadier da anders präsentieren. Die USA haben ihr Androidengesetz bereits 2028 verabschiedet, doch das kanadische Parlament hat seine Entscheidung, ob Androiden im Land zugelassen werden sollen, erneut vertagt. In der Folge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft und haben keinen offiziellen Status im Land. Zwar kurbeln die Androiden das Wirtschaftswachstum der USA weiter enorm an, jedoch führt dies auch zu einer Rekordarbeitslosigkeit. Die Streitigkeiten für und gegen die Illegalisierung in Kanada dauern an. Doch vorerst bleibt Kanada noch androidenfreie Zone. Okay. Oh, eine Schere. Nimm sie. Und dann einfach mal Haare schneiden. Zack. Benny, danke, dass du Melly einen Sub geschenkt hast. Super geil von dir. Ich probiere mal blond aus. Ach doch lieber weiß. Ach doch lieber schwarz. Oder braun? Weiß? Also die Frisur vorher sah auf jeden Fall besser aus. Nehmen wir blond. Oh, ja gut. Das Ding wollen wir natürlich auch abmachen, ne? Damit niemand sieht, dass wir ein Androide sind. Wieso kann das jeder entfernen? Ja, eine gute Frage.
Überprüfe die Nachbarschaft. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Polizei patrouilliert hier. Die Sache ist aber, andere Androiden werden uns ja wohl wahrscheinlich erkennen, ne? Was war da? Wecker Alice, okay. Weil die können uns ja wahrscheinlich einfach irgendwie abscannen oder so, ne? Und Alice denkt so, wer bist du? Alice? Wach auf, Alice. Also war es kein Albtraum. Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie geht es dir? Mir ist kalt. Willst du eine Jacke? Was sollen wir denn jetzt machen? Dieser Android von gestern. Er gab mir eine Adresse, dort würde man uns helfen. Direkt auf der anderen Straßenseite führen Schienen vorbei. Der Bahnhof ist nicht weit. Können wir ein Stück laufen? Na dann los. Ich glaube, das Mädchen hat mal ein bisschen Hunger. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Okay, Polizei scheint weg zu sein. Oh no, da ist Hanks. Das wär's erstmal. Die können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Steht auch einfach da. Immerhin sind wir warm mit Hank. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Mhm. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht.